Hallo, mein lieber Stier. So, ihr seid nun die Letzten, für die ich jetzt die Dezemberlegung mache. Schauen wir uns mal an, was für euch kommt. So, für den Stier im Dezember drei Veränderungen oder drei wichtige Themen. Lasst es uns anschauen, meine Lieben. Natürlich sind diese Legungen immer ab sofort gültig. So, was zeigt sich hier für den Stier? Oh mein Gott. Okay, schau mal. Devil und Illness. Ich lasse es mal zusammen. Ja, normalerweise nehme ich immer die oberste Karte, aber schauen wir mal. Also Teufel und kränklich fühlen oder macht einen krank. Diese Person macht einen vielleicht krank oder vielleicht ist man selber gerade mit irgendwas besessen. Ja, okay, lass uns einfach mal schauen. So, mehr Details hier für meine Stiere, bitte. Bube der Kelche. Der Tod. Und der Magier. So, Skorpion, Zwillinge, Jungfrau. Mehr Details hier bitte. Wir haben hier fünf Stäbe, die Löwe-Energie. So, und jetzt noch mit dem Lennemund. Okay. So, mit dem Lennemund haben wir hier die Vögel. Ja. Gut, das sind dann Energien von den Luftzeichen, Zwillinge, Waage, Wassermann, jemand Jüngeres. Diese Person könnte braune oder helle Haare haben. Das könnte hier natürlich einfach sein, dass es hier Aufregung gibt, ja, Hektik, Devil Illness. Ich vermute, es endet eine Zeit, ja, es endet, es gibt eine Veränderung. Ich sehe das auch hier mit den fünf Stäben. Man scheint hier in irgendeinem Konflikt, in irgendeinem Suchtverhalten oder in irgendeinem Verhalten zu sein, was einem nicht gut tut. Und das beendet man. Ja. Es kann auch sein, dass man hier eventuell einen Sexpartner hat. Ja, also jetzt wirklich jetzt nur etwas Erotisches und das möchte man hier beenden. Es fühlt sich nicht richtig an. Ja. Eventuell kommt hier jemand auch zu Hilfe, und diese Person hilft dir, da rauszukommen. Ja, das wäre hier auch eine Möglichkeit. Ja, vielleicht habt ihr hier einfach eine sehr attraktive Person und hier ist einfach ja nur Intimes. Ja, also diese Person ist dann mal da, dann ist sie wieder weg. Also das ist, nee, das stresst euch zu sehr, das gefällt euch nicht, das möchtet ihr verändern. Ja, ich sehe es auch. Ja, das ist, man fühlt sich so verbunden mit der Person, aber es macht einen auch verrückt und krank, sage ich jetzt mal. Ja. Ich habe auch so das Gefühl, da das hier in der Mitte ist, ihr macht hier eine endgültige Entscheidung. So geht's nicht. Ich will das beenden. Ich will dieses Konflikt, also diesen Konflikt beenden. Es gefällt mir nicht. Diese Situation gefällt mir nicht. Okay. Zusatzkarte bitte, eine Zusatzbotschaft hier zu diesem Thema. Was gibt es hier sonst noch? Ja, man möchte das wirklich beenden und wieder bei Null beginnen. Ja, also wirklich mit einem frischen Blatt. Also das geht nicht. Das merkt ihr selber, in welcher Situation ihr gerade seid. Es ist unschön. Ja, es muss jetzt nicht nur ein sexueller Partner sein. Es kann wirklich irgendetwas sein. Ja, vielleicht ist es für die einigen zu viel Alkohol oder irgendwas, was einem auf jeden Fall nicht gut tut. Oder auch manipulative Leute in deiner Umgebung. Ja, also so. Die es nicht gut mit euch meinen, wo man sich ständig streitet. Nee, das möchtet ihr beseitigen. Das tut euch nicht gut und ihr wollt es einfach diese Dinge, die nicht schön sind, die euch nicht gut tun, die euch nur Sorgen machen, das möchtet ihr beenden. Ja, und das ist auch gut so.
Ja, wir schauen trotzdem mal, was sagt hier das Universum? Was gibt es hier denn als Ratschlag? Gibt es hier noch einen Ratschlag, wie der Stier das angehen soll? Oder wie soll das der Stier machen? Was gibt es hier als Ratschlag? Zwei der Stäbe, einfach entscheiden. Ja? Einfach entscheiden. Schau mal, auch hier. Kommunizieren, entscheiden, Wahl treffen. Ja? Eine Entscheidung treffen. Mehr ist es nicht. Das ist eigentlich auch klar. Ja? Da musst du dich bei niemandem entschuldigen oder irgendwas. Nee, einfach planen, eine Entscheidung und tschüss. Tschüss, liebe Leute, die ihr mir nicht gut tut, und Pläne machen für deine neue Zukunft. Genau. Okay, dann lass uns mal euer zweites Thema anschauen. So, mit den großen Arcana-Karten. Liebe Stiere, schaut euch definitiv auch noch euren Aszendenten an, weil da können auch noch viele Dinge übereinstimmen. Ja? So, für meine Stiere, wir haben den Turm. Und wir haben den Wagen, aber der ist hier umgedreht. Widder und Krebs. Meine Lieben. Gut, es ist zu viel Sonne. Ja, ich wollte es gerade runter machen. Wartet mal kurz. So, meine Lieben, ich wollte es gerade ein bisschen abdunkeln. Also, mit dieser Kombination kann es ja einfach sein, dass man gerade keine Kontrolle hat in irgendeiner Situation. Dass man hier einfach umziehen möchte. Ja, also, ja, ich entscheide mich umzuziehen, mir reicht's. Aber ich sag mal, wenn ich mir persönlich jetzt diese Legung gelegt hätte, für mich, dann wäre es für mich persönlich ein Hinweis auf einen Autounfall. Ja. Da wäre ich einfach für mich dann vorsichtig. Was? Das kommt als nächstes. Dann bin ich vorsichtig im Straßenverkehr. Ja, das wäre jetzt sowas noch. Gut, wir schauen einfach mal, was das hier zu bedeuten hat. So, mehr Details hier für meine Stiere. König der Kelche. König der Münzen und das Gericht. Ja. Schau mal, auf dem unteren Deck habe ich nochmal den Turm. Gut, wir werden sehen. Fische, Jungfrau, Skorpion und wir haben hier die zwei Münzen. Die sind hier richtig rum, das ist Steinbock. So, mehr Details hier bitte. Die Mäuse. Also gut, wir haben noch weitere Energien von Stier, Jungfrau, Steinbock. Jemand im gleichen Alter. Die Person könnte dunkle Haare, graue Haare oder ja, schwarze Haare haben. Hier gibt es einfach eine Unzufriedenheit, einen Verlust. Ja, müsste man mal schauen. Dass man sich vielleicht Illusionen macht oder dass auf dem Weg einfach Hindernisse gibt. Es könnte hier tatsächlich Bereich Liebe sein, weil ich eben zwei Personen sehe. Und hier muss man sich ja auch entscheiden und das ist auch so. Ich kann mich nicht entscheiden. Somit kann es einfach sein, ich werde jetzt hier nicht irgendwas anderes deuten, könnte ich, aber mache ich jetzt nicht. Ich sag mal, man hat momentan oder es kommt noch nicht die Kontrolle über eine Entscheidung. Ja, und deswegen hat man hier auch so ein bisschen Verlustängste. Soll ich den hier verlassen? Soll ich mich für den entscheiden? Also das heißt nicht, dass du mit irgendjemand schon zusammen bist, aber hier gibt es halt vielleicht zwei Anwärter, ja, Anwärterinnen. Und man hat sich hier einfach noch nicht entschieden. Ja, nehme ich den Gefühlsbetonten oder nehme ich hier den Betuchten, den Zuverlässigen. Auch der hier ist sehr tolerant. Ja, da hat man sich einfach, fällt einem sehr schwer. Man hat Angst vor einer Entscheidung. Man hat ja auch gar nicht so die Kontrolle,
Was war das Beste für mich? Ja, ich möchte schon hier balancieren, ich möchte Harmonie haben, ich möchte zufrieden sein. Ja. Ich denke, hier geht es wirklich um eine knallharte Entscheidung. Ja. Was ist das Beste? Das ist wirklich, das muss ich mir genau überlegen. Moment, ich hatte ja vielleicht nicht nur, dass man hier keine Kontrolle hat, auch Umzug. Umzug kann es auch sein. Auch da hat man sich noch nicht entschieden. Ja. Man hat hier Angst vor dieser Entscheidung. Bitte noch eine Zusatzkarte dazu, zu diesem Thema. Zusatzkarte. Drei der Kelche. Ja gut, das könnte jetzt auch für die Stiere gelten, die in einer Dreierkonstellation sind. Oder aber es, wie gesagt, also es gibt hier jemanden, in dem man sich vielleicht verguckt hat und diese Person hier ist verheiratet. Das macht hier einem Angst, ja, ich kann doch nicht, ich sollte nicht, ja, und genau, mit wem kann ich glücklicher sein? Und da hat man hier einfach keine Kontrolle. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was das Universum rät. Ja, weil ich weiß ja natürlich nicht, was hier genau vor sich läuft. So. Oh. Was rät das Universum abschließen? Also mit 10, da eliminierst du das Ganze und entscheidest dich. Ja, also das ist jetzt wirklich kurzen Prozess machen. Also jetzt nicht lange, oh, ich weiß nicht und ich habe Angst vor der Entscheidung. Nee, also mit 10 Schwerter ist es wirklich sozusagen kündigen, trennen, Schluss machen, beenden. Ja, und dann auf zu neuen Möglichkeiten. Ja, vielleicht ist es aber auch so einfach diesen Gedanken, ja, weil Schwerterenergie sind auch immer so, dass man zu viel rumdenkt, hin und her denkt, was ist gut, was ist schlecht, immer abwägt. Nee, beendet es mal, ja, also beenden, ja, diese Krise, diese, du bist vielleicht in einer Krise drin, beende das, ja, fertig, weg damit und dann bekommst du auch neue Möglichkeiten. Ja, deswegen, ich glaube, ich habe ja vorhin noch mal diesen Turm gesehen. Du musst ja etwas zerstören, vielleicht Ansichten von dir, Bewertungen, genau. Eliminiere das. Das ist die Antwort vom Universum. Okay. So, dann zum dritten Thema hier. So, meine Lieben, es geht weiter mit den Lenormand-Karten. Hier möchte ich auch wieder zwei Themen haben. Nicht zwei Themen, was sage ich denn? Zwei Karten. Ah, schau, es geht doch. Zwei Karten, um dann hier einfach besser zu deuten. Moment, ich weiß, dass ich es schon zusammenschieben muss, meine Lieben. Also gut, ihr seht hier den Schlüssel und Anker. Also gut, zuerst mal zu den Energien. Ich sehe hier Widder, Löwe, Schütze und Krebs, Skorpion, Fische. Dann jemand Jüngeres und einmal jemand Älteres. Jemand mit dunkelblondem Haar, aschblond, grau. Ja, grau. Und braune und dunkle Haare einfach. Mit Sicherheit kommt Stabilität. Vielleicht habt ihr auch einen Schlüssel für eine Wohnung im Ausland. Ja, es könnte auch hier die Auslandskarte sein. Seid zuversichtlich, dass hier etwas verfestigt. Es kann natürlich ja beruflicher Erfolg sein, ein sicherer Arbeitsplatz. Vielleicht arbeitest du auch in der Sicherheitsbranche. Sagen wir mal, es wäre Bereich Liebe, dann ist es auf jeden Fall, da hast du jemand wirklich eine stabile Partnerschaft. Hier hast du eine stabile Partnerschaft gefunden oder hast sie schon, ja, also gefunden, würde ich eher sagen. Okay, also, dann lass uns mal schauen. Mehr Details hier bitte für meine Stiere. Ritter der Stäbe, umgedreht, Löwe. Wir haben hier die Welt,
Steinbock und Königin der Münzen. Das ist auch nochmal Steinbock. Okay, dann lass uns mal weiterschauen. Sechs der Stäbe, das ist jetzt aber umgedreht, ja, das ist jetzt auch noch mal die Löwe-Energie. Moment. Und wir haben die Lilie-Karte. Und mit der Lilie-Karte, das sind dann die Energien von Krebs, Skorpion, Fische, jemand Älteres, jemand mit weißen Haaren oder grauen Haaren. Aber ansonsten ist es einfach, diese Karte ist Harmonie, Zufriedenheit, ja, so die innere Balance wieder zu haben. Okay. Ich würde es gern eher deuten, Bereich Liebe. Ja. Ich sehe hier mit diesen beiden Karten, die hier tatsächlich umgedreht sind, dass es hier einfach... Also man lässt sich Zeit. Ihr habt hier jemanden neu gefunden, neu kennengelernt oder seid frisch zusammen und es geht einfach langsam voran, aber ihr möchtet es auch so. Ich habe so das Gefühl, ja, da ist jetzt jemand Tolles, gibt mir wirklich Sicherheit, es fühlt sich wundervoll an, aber ich lasse mir Zeit. Ich lasse mir Zeit und ich will das jetzt nicht zu schnell haben. Ja, schön langsam, ja. Kann auch sein, dass dein Gegenüber ist und sich denkt, nee, also jetzt können die keine schnellen Fortschritte. Auf jeden Fall, diese Verbindung, die erfüllt euch total. Ja, also totale Harmonie, Sexualität ist wundervoll. Und hier hast du auch Unterstützung. Also die Person ist sehr, sehr unterstützend, ja, umsorgt dich und kommuniziert vielleicht auch gerne. Ja, also man fühlt sich einfach wahnsinnig wohl und sicher mit dieser Person, ja. Zusatzkarte, bitte, Zusatzinformation hier. Gibt es hier etwas? Das ist wiederum eine schnelle Karte. Schau mal, auch hier. Vielleicht möchte hier jemand schnell umziehen, zusammenziehen, aber das könnte auch sein. Ja, aber ich würde das nicht so als wütend sehen, sondern was ist die Zusatzinformation? Es geht momentan langsam voran. Ich hätte jetzt gesagt, dass ihr das auch so möchtet oder euer Gegenüber. Aber nee, da ist schon jemand, der oder die möchte es zackiger haben. Schnell. Ja, schnell zusammenziehen, schnell Pläne schmieden, schnell entscheiden. Ja, weil wir gehören doch sowieso zusammen. Wir fühlen doch uns sowieso wahnsinnig wohl miteinander. Okay, dann lasst mich mal schauen, wenn ich jetzt hier nach einem Ratschlag für euch frage. Was wäre denn hier der Ratschlag? Ratschlag für meine Stiere hier. Geh kein Risiko ein. Ja. Also manchmal darf es auch gerne etwas länger dauern. Ja, also sei doch mal einfach zufrieden, so wie es gerade ist. Entweder du hast es hier sehr eilig oder dein Gegenüber. Aber ich finde, der Ratschlag ist, geduldig sein, warte doch einfach mal ab. Geh mal so diesen langsamen Schritt, dann ist es auch einfach sicherer. Und es ist jetzt, sei nicht naiv auch, habe ich so das Gefühl, ja. So hier naiv alles, man steht hier vor der Klippe, aber so hier habe ich das Gefühl, nee, da warte ich mal. Das ist besser. Ist besser abzuwarten. Ja, ist egal, ob es jetzt auch schon Abend ist. Ja, abends möchte ich jetzt nicht auf die Wanderschaft, sonst falle ich die Klippe runter. Nö, da warte ich wieder auf tags. Und ich glaube, das ist total in Ordnung. Okay, meine lieben Stiere, das war nun eure Legung für Dezember. Falls ihr eine persönliche Kartenlegung wünscht von mir, kontaktiert mich gerne per E-Mail, dann können wir genauer in eure Thematik reinschauen. Alles Liebe!